Demonstrieren ist ein demokratisches Grundrecht, ein sogenanntes Freiheitsrecht. Um dieses Recht ausüben zu können, müssen Menschen mit ihren Forderungen auf die Straße gehen bzw. sich versammeln dürfen. Darum ist die Versammlungsfreiheit in Deutschland auch als Grundrecht in der Verfassung verankert. Grundgesetz Artikel 8 Absatz 1. Erstens. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Zweitens. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Bei Versammlungen in geschlossenen Räumen oder spontanen, ungeplanten Versammlungen gibt es keine Anmeldepflicht. Wer eine Versammlung oder einen Aufzug unter freiem Himmel organisieren will, muss dies bis spätestens 48 Stunden vorher bei der zuständigen Behörde anmelden. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Polizei die Versammlung und ihre Teilnehmer auch schützen kann, beispielsweise vor gewaltbereiten Gegendemonstranten. Und er will Auswirkungen für nicht beteiligte Dritte vermeiden, zum Beispiel Verkehrsstörungen. Die reine Anmeldung genügt. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Verbieten kann die Behörde Versammlungen nur, wenn sie die öffentliche Sicherheit gefährdet sieht. Auf der Demo gibt es aber Regeln. Wer an einer Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, darf keine Waffen mit sich führen, sich nicht vermummen und keine Uniform oder Schutzausrüstung wie Helme tragen. Bei Verstößen oder wenn Demonstranten Gewalt gegen Menschen oder Sachen anwenden, kann die Polizei Versammlungen auflösen.